Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, also Donald Trump ist der neue Präsident der USA. Und jeder, wirklich jeder, erzählt gerade seine Ansicht dazu, was er dazu denkt, wie er das alles sieht. Und ja, ich denke, ich erzähle euch davon jetzt nichts. Weil ich finde, ehrlich gesagt, es ist genug gesagt und wir wissen alle nicht, wie es laufen wird. Und bevor er nicht zumindest ein Tag Präsident wirklich ist, also ich meine im Sinne von, dass er einen Tag schon handeln darf, sollten wir noch gar nicht uns so viel Gedanken drüber machen, weil ja, so lange können wir noch nicht sagen, wie es wird. Ja, und deswegen dachte ich, ich erzähle euch, weil das kennt wahrscheinlich fast jeder, das Gefühl, man erfährt irgendwas, was einen total schockiert und dann irgendwie ist man so schockiert, dass man keine Lust mehr hat, wirklich aufzustehen. Und ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, also, um es mal kurz zu machen, ich möchte euch erzählen, wie das ist und was ich dann mache, wenn ich diese Problematik habe. Also, manchmal ist man so total entsetzt über was, sowas wie zum Beispiel meine Großmutter fliegt hin und bricht sich die Schulter. Und es entsetzt einen dann so, dass man denkt, oh Gott, nein. Und dann kommt noch irgendwas dazu, sowas wie Donald Trump ist der nächste Präsident geworden. Und dann kommt noch was dazu, sowas wie ich befürchte, ich kriege gerade auch noch eine Erkältung. Und so geht es dann immer weiter und irgendwann ist man dann an so einem Punkt, wo man sich einfach keine Lust mehr hat. Und dann liegt man am Morgen im Bett und denkt sich so, nö. Nö, Leute, nö. Nö, ich will jetzt nicht aufstehen. Nö, ich will jetzt nicht raus in die Welt. Nö, ich will nicht mal einen Tag dort verbringen. Einfach nö. Und ja, dann liegt man einfach da und will nicht mehr. Man will nicht, man hat auch dann ehrlich gesagt gar nicht die Kraft zu wollen. Es ist wirklich so, als ob einem alle Kraft aus dem Körper gesaugt wurde. Wow, jetzt habe ich gerade ein ganz doofes Bild im Kopf. So kraftsaugende Marienkäfer, die auf einem draufliegen in der Nacht und dann die Kraft raussaugen und dann übersättigt wegfliegen. Ich muss aufhören, immer solche Gedankengänge zu haben. Ja, und dann ist es einfach so, man will nicht mehr. Man ist müde, man ist erschöpft. Und in manchen Situationen ist dann mein Ratschlag für jeden, man sollte sich erstmal ausruhen. Einfach nur mal, sagen wir mal, noch eine Stunde liegen bleiben. Aber manchmal geht es halt leider nicht, wenn man irgendwelche Termine hat, sowas wie einen Arzttermin oder Schule oder Arbeit oder auch nur aufs Klo muss, ganz dringend. Oh Gott, das ist mir schon so oft passiert, dass ich überhaupt keine Lust hatte aufzustehen, aber dann muss ich unbedingt pieseln. Und das war einfach furchtbar. Autsch, mein Bein, entschuldigt, Bein liegt blöd. Ja, und was macht man dann? Was macht man, wenn man überhaupt keine Motivation mehr hat? Also, das Erste, was ich dann meistens mache, ist mich umdrehen und einfach weiter schlafen. Aber irgendwann kommt dann dieser Moment, wo ich dann mir denke, nein, nein, ich will jetzt nicht nur, weil irgendwie gerade alles so komisch und so furchtbar und so katastrophal auf mich wirkt, liegen bleiben. Weil was verpasse ich alles, wenn ich jetzt liegen bleibe? Ich verpasse einen Tag und wer weiß, was heute für ein Tag ist. Heute ist vielleicht der Tag, der die nächsten 5 Tage beeinflusst oder heute ist der Tag, wo ich dann am Ende auch noch eine schlechte Suppe esse und dann total flach liege. Und ich dann wirklich, also wirklich, wirklich sagen kann, das war ein schlechter Tag. Aber ich finde einfach, jeder Tag hat es erstmal verdient, die Chance zu bekommen, ein Tag zu sein, der etwas Besonderes ist. Ja, das klingt jetzt irgendwie total komisch, aber ich finde, jeder Tag ist ein Tag, der an sich schon was Tolles ist, etwas Fabelhaftes. Ich bin auch jemand, ich sag immer, jeder Tag ist ein guter Tag, selbst wenn was Schreckliches passiert. Hauptsache es passieren 2 oder 1 gute Sache, wo man dann sagen kann, ja gut. Mein Beispiel zum Beispiel war am Mittwoch, fand ich zum Beispiel, also ehrlich gesagt, für mich schräg, weil ich ehrlich gesagt angefangen habe, mich erkältet zu fühlen, weil ich total aufgeregt war, weil ich einen Gutachterbesuch hatte, der übrigens sehr gut verlaufen ist und ich total froh war.
dann auch. Und auch die Gutachterin war sehr nett. Das ist auch so eine neue Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe. Und das ist es eben, wenn man so nervös ist vor Dingen und man einfach nicht aufstehen will, weil einen diese ganze Vielfalt und dieser Gedanke, was alles passieren könnte, überflutet, dann kann es manchmal einfach gut sein, zu sagen, nein, man versucht es zumindest. Weil man kann ja, wenn es einem immer noch zu viel ist, dann trotzdem wieder sagen, gut, jetzt kriege ich wieder zurück unter die Decke und dann bin ich weg, Leute. Und dann heißt es, ciao, Leute, ich bin aber raus, wir sehen uns dann morgen wieder. Aber ich rede zum Beispiel, für mich waren bisher so eine dieser furchtbarsten Erlebnisse ja der Besuch vom Gutachter, der das Haus begutachtet hat. Und auch meine Begutachtung zum Thema Pflegedienst oder Pflegestufe war auch nicht unbedingt prickelnd. Und so habe ich eine Menge schlechter Erfahrungen gemacht mit dem Thema Gutachter. Und ich bin richtig froh, dass ich am Mittwoch aufgestanden bin, obwohl ich so nervös war, obwohl ich gedacht habe, oh Gott, nein, ich will eigentlich gar nicht. Und ich dann trotzdem aufgestanden bin und dann das erste Mal in meinem Leben einen richtig netten und lustigen Gutachterbesuch hatte und es wirklich schön auch war. Ich fand, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich keinen Tee oder Kuchen oder Gebäck angeboten habe. Ich war sehr unhöflich in diesem Punkt. Ich bin so dieses, da habe ich immer dieses Bild von den 50er-Jahren-Filmen im Kopf, wo die Frauen immer Gebäck und Kuchen und Riesendinge auffahren, wenn sie nur den mini-kleinsten Besuch vom Staubsauger-Vertreter bekommen oder sowas. Und das habe ich mir immer so als Beispiel genommen. Aber ja, wenn ich nicht aufgestanden wäre, hätte ich gar nicht die Chance gehabt zu erleben, dass es auch sowas gibt wie nette Gutachterbesuche. Oder auch so ein Beispiel ist, das ist jetzt ein anderes Beispiel. Am Donnerstag hingegen bin ich motiviert aufgestanden und meine erste Reaktion und mein erstes Erleben des Tages war, ich bin volle Kanne gegen unseren Schrank gerannt. Autsch. Also es gibt auch so Tage, wo man motiviert aufsteht und es einfach missläuft erstmal. Aber auch der Donnerstag war ein schöner Tag, weil als ich dann am Abend habe ich dann ein bisschen mit meiner Mutter gestritten, so einen ganz kleinen Kindergartenknatsch, weil ich einfach so, ich war gereizt und ich war nicht gut drauf und es war einfach so ein Tag, wo man sagt, boah. Aber es ist dann irgendwie trotzdem alles schön geworden, weil ich dann, als ich einfach da gesessen bin am Donnerstag, ist dann urplötzlich mein Karnickel zu mir an den Stall gehüpft, hat mich ganz groß angeguckt. Ich habe sie dann hochgenommen und dann ist sie wirklich so richtig in meine Schulter hat sie sich reingekuschelt und das war einfach wirklich toll. Und dann hat es irgendwie so, habe ich mir so gedacht, okay, naja, es war viel Mist, aber allein um diesen kurzen Moment dieses innigen Kuschelns mit meinem Hasen zu erleben, hat es sich doch eigentlich gelohnt, den heutigen Tag zu erleben. Und es ist einfach so etwas, was ich jedem, der nicht aufstehen will, raten kann. Wenn ein Tag einfach total mischt läuft, wenn einfach alles blöd wirkt und ihr einfach das Gefühl habt, es ist nicht mein Tag, dann macht's zu eurem Tag. Macht einfach irgendwas, was euch glücklich macht. Etwas, wo ihr danach sagen könnt, ja, ich bin ausgeglichen, ich hatte Spaß, die Sorgen konnte ich für ein paar Stunden vergessen oder irgend sowas. Und dann sieht meistens die Welt wirklich schon besser aus. Ja. Manchmal ist es auch einfach schon ratsam und hilfreich, wenn man dann seinen Blickwinkel auf die Sachen ändert. Weil egal wie schrecklich etwas auf einen erscheint in dem Moment, wo man es erlebt, wenn man es dann anders betrachtet, könnte es auch wieder was Gutes sein. So im Sinne von, ja, heute bin ich volle Kanne gegen meinen Schrank gerannt, aber als ich drauf gerannt bin, hat sich endlich mein Pickel aufgeplatzt. Oder sowas wie, meine Oma ist ausgerutscht und hat sich jetzt die Schulter verletzt. Aber das Gute daran ist, es ist nichts Schlimmeres passiert. Meine Oma geht's verhältnismäßig gut. Und wenn man einfach so anfängt, die Welt zu betrachten, egal wie schlimm die Situation ist, egal wie furchtbar es einem momentan erscheint, einfach mal das Positive auch versucht daran zu sehen, dann wird die Welt irgendwie schöner und dann wird es auch positiver, wirklich wahr. Gut, das ist
mein Tipp für jeden und vielleicht hilft es dem einen oder anderen jetzt die nächste Zeit, weil, naja, zurzeit habe ich das Gefühl, die Welt ist total verrückt und alles ist irgendwie neu und alles ist im Umbruch und ja, vielleicht hilft es jemandem und ich hoffe auf jeden Fall, dass es jemandem hilft. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das macht, wenn ihr überhaupt nicht hochkommt und ihr überhaupt keine Lust habt, den Tag anzufangen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass irgendwie mein Video euch geholfen hat und dass ich es geschafft habe, wenigstens ein paar Leute aufzuheitern. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr möchtet, eine Nachricht schreiben, mich entweder hier auf YouTube oder eben auf Facebook oder auf Twitter oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss!